Ich möchte nun betrachten, wie man auch im diskontinuierlichen Betriebsmodus zu einer Mittelwertmodellierung kommt. Das heißt, die bisherigen Betrachtungen haben sich beschränkt auf den kontinuierlichen Betriebsmodus und eigentlich auch auf den Voltage-Mode. Aber wir wollen uns jetzt anschauen, wie können wir, auch wenn wir diskontinuierlichen Stromverlauf haben, hier den Tiefsitzsteller zum Beispiel modellieren. Das heißt, wir werden Folgendes haben, wenn ich so einen Tiefsitzsteller nochmal aufmale mit Schalter, Diode und dem Ausgangsfilter. Dann werde ich hier wieder ein Mittelwertmodell erstellen wollen, sodass mein Schalter durch eine gesteuerte Stromquelle ersetzt wird, wo der Mittelwert IS Mittel gleich dem Mittelwert des ursprünglich zeitlich veränderlichen Stromes ist. Und ich werde auch hier versuchen, die Diode zu ersetzen durch eine gesteuerte Quelle, bei der die Quelle denselben mittleren Spannungsabfall hat, wie er tatsächlich über der Diode stattfindet. In Sperrrichtung. Das heißt, was wir jetzt tun wollen, ist ähnlich wie bei dem PWM-Switch-Modell, dass wir hier die nicht linearen schaltenden Elemente ersetzen durch gesteuerte Quellen. Das heißt, tatsächlich werden wir hier den Schalter ersetzen in unserem Mittelwertmodell. Das heißt, die Eingangsspannung wird auch als Mittelwert sein durch eine gesteuerte Quelle mit dem Wert IS Mittel. Die Diode werden wir ersetzen durch eine gesteuerte Quelle mit UD Mittel und alle zeitlich veränderlichen Größen werden hier natürlich wieder durch die leitenden Mittelwerte über eine Periode ersetzt werden. Diesbezüglich unterscheidet sich dieses Modell jetzt zunächst mal nicht von dem, was wir bisher hatten. Was jetzt der Unterschied sein soll, ist, dass wir hier eine Induktivität haben, wo der Stromverlauf diskontinuierlich ist. Das heißt, wo wir im lückenden Betrieb sind, so einen dreieckförmigen Stromverlauf haben, der zeitweise zu Null wird, zum Beispiel so. Dass wir also drei unterschiedliche Schaltzustände letztlich haben werden. Bevor ich das ableite, möchte ich bloß sagen, wie dieses Modell letztlich funktioniert. Dazu brauchen wir eigentlich bloß eine zusätzliche Abkürzung. Das heißt, wenn ich hier diesen Stromverlauf betrachte, haben wir jetzt drei Intervalle und ich kann jetzt hier im Prinzip drei Tastverhältnisse, relative Zeitanteile definieren. Ich kann sagen, dieser erste Anteil ist D1 mal T, der zweite Anteil D2 mal T. Und der dritte Anteil ist D3 mal T. Und dann beschreiben diese Werte D1, D2 und D3 sozusagen die relative Zeitdauer des jeweiligen Intervalls bezogen auf die Periodendauer. Das heißt, wenn D1 0,3 ist, dann dauert dieses Zeitintervall 30% der Periode. Wenn D2 0,1 ist, dieses Intervall 10% und entsprechend D3. Warum brauchen wir das? Weil wir jetzt eine neue Steuervariable kriegen werden. Das heißt, hier. Und in unserem ursprünglichen Tiefsitzstellermodell haben wir eigentlich diese Schaltfunktion d von t, das zeitlich veränderliche Tastverhältnis, als Steuervariable. Jetzt, wenn wir den diskontinuierlichen Betriebsmodus betrachten, werden wir natürlich auch hier wieder d Mittel haben als eine der Größen, die unsere Quellen steuert. Wir werden aber zusätzlich hier als zweite Variable sozusagen d2 Mittel haben. Und dieses d2 Mittel ist dann der zeitlich veränderliche Mittelwert dieser Leitdauer, die eigentlich die Diode haben wird. Das heißt tatsächlich hier dem Stromverlauf der Induktivität folgend, wenn der Schalter eingeschaltet ist, wird der Strom linear zunehmen. Ist der Schalter ausgeschaltet, wird die Induktivität abmagnetisieren. Und wenn dann die Abmagnetisierung vollständig erfolgt ist, sodass der Strom zu Null in der Induktivität abgenommen hat, wird die Diode ausschalten. Das heißt, D2 ist sozusagen die relative Einschaltdauer der Diode und genau diese Größe werden wir nämlich jetzt brauchen, wenn wir dieses Modell hier auswerten wollen, weil tatsächlich sind die Quellen IS und UD wie folgt definiert. IS kann man sagen, ist D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal IL-Mittel und UD ist definiert als D-Mittel durch D-Mittel plus D2-Mittel mal UE-Mittel. Das heißt tatsächlich, diese Quellen werden weiterhin gesteuert sein von denselben mittleren Zeitverläufen wie beim Tiefsitzsteller. Dort hatten wir hier IL-Mittel mal D-Mittel und hier unten UE-Mittel mal D-Mittel für UD. Jetzt haben wir hier sozusagen die relative Einschaltzeit des Schalters bezogen auf die Summe der Einschaltzeiten von Schalter und Diode. Und D2 Mittel, was wir jetzt als zusätzliche Steuervariable haben, hat den Wert 2 mal IL Mittel durch UE Mittel minus UA Mittel mal L mal F durch D Mittel minus D Mittel, ist also eine Funktion
von einer ganzen Reihe von Werten, IL-Mittel, UE-Mittel, UA-Mittel, D-Mittel und den konstanten Werten Induktivitätswert und Frequenz, das heißt die Schaltfrequenz, mit der unser Schalter eingeschaltet wird. Wie gesagt, D2-Mittel ist hier die relative Einschaltzeit der Diode. Und mit diesen Gleichungen können wir jetzt hier tatsächlich auch ein Mittelwertmodell für den diskontinuierlichen Betriebsmodus angeben. Achtung, hier diese Gleichung ist nur gültig für den Tiefsetzsteller bzw. Abwärtswandler. Das heißt tatsächlich, wenn wir eine andere DC-DC-Wandlerschaltung haben, müssen wir diese Berechnung für das D2 an dieser Stelle anpassen. Es ändert sich aber nur eine Sache und das ist dieser Wert der Spannung, die hier im Nenner steht von diesem ersten Ausdruck. Das wird sich zum Beispiel ändern, wenn wir den Hochsetzsteller machen. Das ist jetzt ohne Herleitung das Modell im diskontinuierlichen Betriebsmodus für den Tiefsetzsteller. Ich möchte noch ganz kurz was ergänzen. Man kann aus diesem Modell ein kombiniertes Modell machen für diskontinuierlichen und kontinuierlichen Betriebsmodus. Und zwar folgendermaßen, wenn man den Wert von D2 begrenzt. Ja? Das heißt tatsächlich, machen wir es mal kurz auf, zum Vergleich im CCM wäre IS-Mittel CCM D-Mittel mal IL-Mittel und UD-Mittel CCM wäre D-Mittel mal UE-Mittel, wie bereits gerade gesagt. Das heißt, man sieht, diese Ausdrücke sind ziemlich ähnlich. Was müsste passieren? Man müsste eventuell hier die Werte von D2 nämlich so ändern bzw. begrenzen, dass für den Übergang in den CCM-Modus hier automatisch diese andere Gleichung rauskommt. Und das kann man wie folgt machen. Tatsächlich ist es so, diese Leitdauer D2 der Diode, die wird irgendwo zwischen 0 und 1 minus D1 bzw. 1 minus D liegen. Ja, das hier ist D mal T. Die Diode kann nie länger leiten als Periodendauer minus die Einschaltzeit des Schalters, weil dann sind wir nämlich im CCM-Modus. Sie kann aber auch nie kürzer leiten als 0. Eine negative Leitdauer gibt es nicht. Das heißt tatsächlich, man kann ganz einfach zu einem kombinierten CCM-DCM-Modell kommen, indem man Folgendes macht, indem wir nämlich den Wert D2 Mittel begrenzen. Und zwar folgendermaßen, ja, stellen wir uns vor, das wäre jetzt hier D2 Mittel. Wir würden sagen, okay, tatsächlich geht das hier auf einen Begrenzer drauf. Also hier nennen wir es Limit. Und zwar begrenzen wir das so, dass der untere Wert 0 ist und der obere Wert 1 minus D Mittel. Und ansonsten hätten wir hier eine Übertragungsfunktion von 1. Das heißt, wir kriegen, was als Graph darstellen, sozusagen folgende Übertragungsfunktion von dem, nennen wir es hier D2 Mittelstrich, in Abhängigkeit von D2. Wenn dieses Tastverhältnis versucht, kleiner als 0 zu werden, begrenzen wir es auf 0. Wenn es im Bereich ist zwischen 0 und 1 minus D Mittel, haben wir hier die Steigung 1, dann ist der Wert sozusagen D2 gleich D2 Mittel und hier oben wird es dann begrenzt auf den Wert 1 minus D Mittel. Falls wir über den Wert 1 minus D Mittel rausgehen würden, dann wären wir hier nämlich im CCM-Modus, hier im DCM-Modus und das hier wäre ein unphysikalischer Modus, den es nicht geben kann, wo die Diodenleitdauer hätte, die kleiner als 1 ist. Und wenn man das jetzt kombiniert, kann man das hier im Prinzip ganz einfach in ein Modell zusammenfassen und das möchte ich anhand einer Simulation zeigen. Und in einem anderen Video möchte ich dieses Modell herleiten.